Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie man unschwer erkennen kann, geht es heute mal wieder um eine Unterverteilung bauen, aber auf eine sehr professionelle Art und Weise. Ich erkläre jetzt kurz, wo es da so drin ist, baue die Verteilung und zum Schluss erkläre ich, was für Komponenten ich warum benutzt habe. Ein Hauptschalter mit 63 Ampere, vierpolig, Schutzleiter 1, Einspeiseklemme, PE-Klemme. Der Platz ist frei, da kommt der Überspannungsableiter kommt da drauf. Dann haben wir zweimal Klemmblocksystem, einmal für die FI-Reihe und einmal für die zweite FI-Reihe. Und das ist die Einspeisung für die Geschichte. Das ist kein Lehrvideo. Ich habe allerdings keine Skrupel, das zu zeigen, weil ihr dürft das ja sowieso nicht machen. Ein Elektriker braucht das Video nicht, der kann das Video. Der kann sich eine Sache bauen, der braucht mein Video nicht. Und für alle anderen ist es einfach nur zur Unterhaltung ein Anschauungsobjekt. Strom ist gefährlich, Strom ist lebensgefährlich. Sowas selber machen ist ein No-Go. Natürlich gibt es dazu auch einen Plan. Der ist jetzt nur handschriftlich, ein Schmierzettel, damit ich die Reihenklemmenbezeichnungen habe, die Stückzahlen besser ausarbeiten kann. Zu diesen Reihenklemmen, die dann nummeriert sind, gibt es dann eine Legende, wo die einzelnen Verbraucher dann aufgeführt sind, damit man eine vernünftige Beschriftung machen kann. Das ist jetzt nur beim Bau handschriftlich von mir gemacht. Bei einer Kundenübergabe würde sowas natürlich mit dem PC ausgedruckt, also mit einem vernünftigen CAD-Programm gemacht werden. So viel nur dazu zur Vollständigkeit. Thank you.
beiden RCDs haben wir jetzt versorgt. Ein Strang daher, ein Strang daher. Darum auch diese Zweierklemmen. Und da kommen dann oben rein solche Steckbrücken, einmal für Neutralleiter, einmal für L1, einmal für L2, einmal für L3. Das heißt, dass dann immer zwei Klemmen einen Außenleiter und einen Neutralleiter beherbergt. Also Neutralleiter beide Klemmen, Außenleiter 1, also L1, L2, L3. Als nächstes machen wir vom RCD die Neutralleiter, die auf die einzelnen Blöcke rauf müssen. Die Außenleiter sind ja dann mit den Phasenschienen, mit dem RCD, mit den Leitungsschutzschaltern schon verbunden. Nur der Neutralleiter muss vom FI, vom RCD jeweils auf den Block rauf. So wird jetzt das ausschauen, wenn der Deckel geschlossen ist. Allerdings brauchen wir ja das noch geöffnet. Bei den Anschlussklemmen habe ich ja gesagt, da werden immer zwei mit so Steckbrücken verbunden. Die gibt es natürlich auch für mehrere. Das heißt, ich habe jetzt noch zwei Neutralleiter frei. Zweimal L1, zweimal L2, zweimal L3. Wozu brauche ich das? Naja, in diesen Hauptschalter kommt die Zuleitung rein. Von diesem Hauptschalter einmal auf diesen Reihenklemmenblock und der zweite Kontakt pro Leiter, pro Neutralleiter, pro Außenleiter kommt dann wieder zurück als Überspannungsschutz zum Überspannungsschutz, der da reinkommt. Den habe ich leider noch nicht da, das liefert die aber schon noch. Auf diesem Hauptschalter kommt die Einspeisung, die Zuleitung drauf. Von diesem Hauptschalter führen diese Adern hier als Einspeisung für diesen Klemmblock. Die Ausgänge führen einmal auf den ersten FI und einmal auf den zweiten FI. Von den FIs, von den RCDs zurück, die beiden Neutralleiter nach den RCDs für die beiden Abgänge, EFI-Kreise, LS-Kreise. Der freie Kontakt dient noch für einen Überspannungsableiter, der hierher kommt. Dazu ist das noch frei. Jetzt fehlt eigentlich nur noch von den LS-Schaltern die Adern rauf zu den Abgangsklemmen.
Die erste Automatenreihe für den ersten Block ist fertig. Jetzt werden sich viele fragen, ja, was das da eigentlich soll, warum da einer da oben ist. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Grundsätzlich hat man ja diese Reihenklemmen und das sind sogenannte Dreistockklemmen. Dreistock, das heißt, die können drei Leiter, L1, PE, Neutralleiter, durchschalten. Seht man das jetzt ja? Da ist da einmal, was haben wir denn? Da einmal die Neutralleiterverbindung, dann die Phasenverbindung und der PE geht auf die Hutschiene, auf die Kupferschiene, weil die Kupferschiene ist durch die Einspeise-PE-Klemme, nicht Kupferschiene, auf die Hutschiene. Und die ist durch die Einspeisungsklemme, das ist so eine Einspeisungsklemme, die hat unten Metall und über dieses Metall wird der PE auf diese Hutschiene übertragen. Das klappt wunderbar bei einer dreiadrigen Leitung. Was macht man jetzt zum Beispiel bei einer CE-Steckdose oder einem Drehstromverbraucher oder E-Herd-Leitung? Man könnte jetzt da so irgendwie und die leer lassen. Es gibt aber da dazu, die haben dann nur zwei, einmal diese Brücke und einmal unten die Brücke, nur für zwei Leiter. Die verwendet man dann für den L2, L3. Jetzt könnte man sagen, wozu überhaupt die ganze Geschichte? Naja, es gibt ja Verteilungen, also in dem Video, müsst ihr euch anschauen, mache ich das ja ohne den ganzen Zeug. Wer das normale sehen möchte, schaut sich dieses Video an. Da geht es jetzt in erster Linie darum, ich kann die Verteilung daherin fix fertig machen, daherin muss man nicht mehr umeinander pfuschen. Es kennt dann die Abgänge zu den Verbrauchern, Steckdosen, Lampen, Schaltern, was auch immer, wird nur noch da aufgelegt. Das heißt, es ist natürlich super einfach, wenn ich da irgendwas erweitern, ergänzen muss, kann ich das da herum erweitern, beziehungsweise ich kann von Haus aus schon sehr viel auf Reserve reinbauen und dann haben halt ein paar Abgänge zum Beispiel frei. Das heißt, man muss dann nicht jetzt mal die komplette Verteilung halber umbauen, wenn man da herum irgendwas ändern möchte. Dann ist es natürlich viel übersichtlicher. Man kann die ganzen Abgänge, die ganzen Reihenklemmen, alles viel besser beschriften. Pläne dazu erstellen, Legenden dazu erstellen. Das ist ein System, wie es mehr Gewerbeindustrie verbaut wird. Das ist am Anfang ein wenig eine kleine Geschichte, aber dafür die Abgänge. Dann sicher suchen wir jetzt einmal raus und leg einen Abgang einmal drauf, dass das einmal seht, wie das funktioniert. Und so kann man jetzt einen Abgang nach dem anderen reinführen und einfach nur da oben anklemmen, ohne in die komplette Verteilung rein zu müssen. Also nochmal zum ganzen System. Hier kommt die Zuleitung drauf. Das ist ein reiner vierpoliger Hauptschalter, hat keine Sicherungsfunktion. Dieser Hauptschalter in dem Fall geht bis 63 Ampere, ist aber vollkommen egal, weil die komplette Unterverteilung mit 35 Ampere vorgesichert ist, und zwar im Zählerschrank. Das kann ich jetzt nicht sagen, das müsst ihr mir glauben oder auch nicht, egal. Das ist ein vierpoliger Hauptschalter, daneben die PE-Klemme. Das heißt, da kommt Zuleitung drauf. Mit diesen Adern
führen wir die Zuleitung auf diesen Einspeiseblock. Da habe ich immer zwei von derselben Klemme. Da fehlen jetzt noch die Brücken, einmal für einen Neutralleiter, für L1, für L2, für L3. Die brauche ich aber natürlich dementsprechend in einer anderen Größe. Diese kleinen werden jetzt für die Reihenklemmen, für die Abgangsklemmen, sind sie bestellt, sind aber noch nicht da. Warum ist da noch überall einer frei? Weil da her in dieses leere Feld noch ein Überspannungsableiter herkommt und da brauche ich nochmal von der Zuleitung drauf die Drähte daher. Abgangsseitig, also ausgangsseitig von dieser Einspeiseklemme gehen wir einmal auf den ersten RCD, einmal auf den zweiten RCD. Von den RCDs, die jeweils die Neutralleiter führen zurück, einmal auf diesen Block, einmal auf diesen Block. Der Block ist für die erste RCD-Sicherungsseite und das ist für die zweite Seite. Dann müssen von den Leitungsschutzschalter die ganzen Adern, die einzelnen Adern, herauf auf die Reihen klemmen. Da kommt dann der Abgang drauf. Zur Verdrahtung. Ich habe da herin, das ist alles mit 10 Quadrat. Mit 10 Quadrat verdrahtet. Die nach den LS-Schaltern, das ist ein 2,5 Quadrat, komplett 2,5 Quadrat. Ich mache das auch, also stellenweise würde sich 1,5 anbieten und auch reichen. Aber da ist der Unterschied so marginal. Und darum machen wir es mir von Haus aus mit 2,5 Quadrat. Fragen werden wieder kommen bezüglich Wadum Schneider. Ich habe lange Zeit von dem Hersteller ABL Sursum die Produkte benutzt. Allerdings nehmen die ganzen Sicherungen, LS-Schalter, die ziehen sie aus dem Geschäft zurück. Die machen in erster Linie ihre Einspeisesysteme, ihre Sticker und die Geschichten und auch die möchten sich spezialisieren für Elektromobilität, Einspeisesysteme und so weiter. Die nehmen dies raus. Ich habe, außer den üblichen Verdächtigen, mir einmal mit dieser Thematik Schneider Electrics befasst. Ich bin sowas von begeistert von diesem System. Unwahrscheinlich tolle Anwendung mit den gelben Clips. Wer es kennt, weiß, das führe ich vielleicht in einem anderen Video mal vor. Ich bin richtig, richtig begeistert von Schneider Electrics, von diesen Schaltgeräten. Die sind wirklich super. Zum Reihenklemmensystem werden viele sagen, oder viele Wago vielleicht, oder Weidmüller, oder Wieland, oder was auch immer. Ich habe mich für Phoenix Kontakt entschieden, weil ich die einfach geil finde. Ich finde die einfach geil. Wer Wago hat, schwört wahrscheinlich auf Wago, kann ich nicht sagen. Ich finde es Weltklasse in den L-Boxen. Hat man alles drin, wenn man heute irgendwo aussehen muss in einer Bestandsanlage und irgendwas ändern, nehme ich da mal L-Box mit. Nicht 120 Leute. Um Gottes Willen, da kann ja jeder machen, was er mag. Ich finde das System Weltklasse. Was war noch? Der Feldverteiler, werden Sie jetzt auch jeder fragen, das ist keine normale Unterverteilung, das ist ein Feldverteiler. Der Feldverteiler ist von der Firma Comexio. Die stellen da so Smart Home Lösungen her. Das wird auch von mir noch ergänzt. Da kommen noch Reihenklemmen unten dran für die. Egal, das kommt in einem anderen Video. Der hat von Haus aus schon diese Verdrahtungskanäle. Grundsätzlich glaube ich, habt ihr gesehen, wie sowas funktioniert. Wie gesagt, sowas darf sowieso nur Fachpersonal machen, nur Gelernte. Das ist nichts mehr. Das ist nichts mehr, was irgendwie mit Hobby, mit Spaß und so weiter zu tun hat. Wer da Fehler macht, irgendwie pfuscht, riskiert Leib und Leben. Ganz klar. Also grundsätzlich, ich kann das trotzdem zahlen, weil ich darf es ja sowieso nicht machen. Und die, was machen dürfen, brauchen sie das Video nicht anschauen, weil die kennen da sowieso alles besser. Die einzelnen Produkte, Schneider, die Geschichten, aber auch die Typenbezeichnung von den Klemmen, haue ich unten rein. Da mache ich unten zur Liste, haue ich unten eine, dass ihr mal nachschauen könnt. Weil das ist gar nicht so einfach. Ich meine, das System an sich ist nicht besonders schwer. Das Schwierige ist da eigentlich immer rauszufinden, was für eine Klemme für was ist, wie die heißt. Bevor ich es vergiss,
muss ich natürlich noch erwähnen, das sind sogenannte Neutralleiter-Trennklemmen. Das heißt, für bestimmte Messungen kann man zurückgegangen, kann man für diesen Abgang den Neutralleiter trennen. Das heißt, man kann bestimmte Sachen einfach trennen für Messungen und so weiter. Und so ist der Neutralleiter wieder drauf. Das war wieder einmal ein richtiges Elektriker-Video. Das war's von dem Video. Ich hoffe, für den einen oder anderen hat es einen Nutzen gehabt. Wenn dem so ist, bitte Daumen nach oben, einen schönen Kommentar schreiben. Am liebsten müssen wir es abonnieren. Das war's von dem Video. Bis zum nächsten Mal. Viel Dank, Servus.